brauche mal kurz deine Hilfe, wenn du mehr von Musik verstehst als ich, und das tut so ziemlich jeder. Wenn man mit einer KI arbeitet, ist es ja super wertvoll, wenn man die Dinge, die da rauskommen, auch bewerten kann. Das heißt, wenn ich mit Text arbeite, mit ChatGPT zum Beispiel oder so, fühle ich mich total safe, weil ich absolut super gut bewerten kann, ist es ein guter Text oder nicht. Wenn ich allerdings eine KI für Musik anwende, sieht's anders aus. Ich fahre halt einfach auf alles ab, was ich innerhalb kürzester Zeit mitsingen kann und was so einen Ohrwurmcharakter hat. Ich habe schon öfter überlegt, ob das nicht cool wäre, für mein Jahresprogramm Create and Shine sowas wie einen Theme-Song zu haben. Habe tatsächlich auch mal einen gefunden, habe die Künstlerin angeschrieben, habe das Management abgeschrieben, habe gefragt, hey, wie ist das, wenn ich ein paar Sekunden verwenden möchte, kommerzieller Zweck, was kostet das, wie kann ich die Rechte daran bekommen? Und das war keine berühmte Künstlerin und ich habe trotzdem leider niemals Antwort bekommen. Also habe ich es jetzt mit der KI probiert und was soll ich sagen? Ich finde, das ist der totale Banger. Was meinst du? Paint your world to see. Create and shine. Set it free. Create and shine. Illuminate the night. Create and shine. Your star is shining bright. Brush strokes on your soul. Let your heart.